Ich bin jetzt hier in Straßlach mit dem Hund unterwegs, weil erster Schnitt steht morgen an und man muss ja oder man muss was dafür tun, dass man keine Kitze mitmäht, was man auch jedenfalls meiden will. Und wir machen das meistens so, die Felder, wo wirklich gefährdet sind, die werden angemäht, was mein Vater jetzt gerade macht. Und die Felder, die halt schwierig zum Anmähen sind, weil sie halt zum Beispiel, wenn das hier weit weg ist oder halt einfach nicht in den Zeitplan reinpassen, da stellen wir jetzt quasi eine Wildscheuche auf. Das ist in dem Fall so ein weißer Salzsack. Und der bringt quasi schon Unruhe in den Bestand rein, und sollten hier Geißen irgendwo ihre Kitze drin liegen haben, dann sollten sie über die Nacht rausbewegen. Das werden wir morgen sehen, aber normalerweise funktioniert es sehr gut. Und jetzt drehe ich noch mit dem Hund eine Runde, um auf Nummer sicher zu gehen. Dann bringen wir noch Geruch mit rein und dann klappt es morgen alles reibungslos, hoffentlich. Und der Hund hat natürlich auch Spaß bei dem hohen Gras. Ist ja gut, dass wir so einen großen Hund haben, sonst kann man ihn glatt verlieren bei dem Bestand. Grüß euch und hallo zusammen. Jetzt geht's los. Christi Himmelfahrt, Vatertag. Wetter ist noch ein bisschen bewölkt, aber es ist alles trocken. Und ich fange jetzt einmal an, die Wiesen anzumähen. Ganz einfach, damit die Rehe rausgingen und falls Kitze drin sind, die Geißen die Kitze raustun. Ja, und dann geht's morgen los mit dem Mann. Also jetzt einmal die gefährdeten Flächen anmähen. Meine Frau macht dann noch mit dem Hund einen Spaziergang rundum, dass der Hund ein bisschen rumschnuffelt und dass er ein bisschen nach Hund riecht. Und in Straßlach werden wir eine Wildscheuche aufstellen. Ja, und die anderen Flächen, da ist nichts drin. Da bin ich mir sicher, dass da kein Reh drin ist. Ja, und jetzt ist der Bulldog so einigermaßen leidlich warm. Dann werden wir mal das Mähen anfangen. Ansonsten habe ich mich schon ganz gut eingefuchst hier mit dem Mähen. Tolle Sache mit so einem stufenlosen Getriebe. Man bloß vom Gas gebraucht und der wird langsamer. Die Mähwerke bleiben aber auf Drehzahl. Die Hand nicht vom Joystick nehmen, weil vorwärts, rückwärts, aufheben, runterlassen, das geht alles davon, geht alles mit dem Joystick. Man kann halt wirklich langsam um die Kurven fahren, um den Boden zu schonen, und dann tappe ich wieder aufs Gas und ja, ich mähe jetzt damit 14 km/h. Es geht noch schneller gehen, aber irgendwie muss man dann auch noch mitkommen. Auf jeden Fall sehr, sehr komfortabel. Wow, und ansonsten bin ich hier ganz, wie soll man sagen, naturschutzkonform am Mähen. Mähe also von einer Seite her. Aber so bloß die Vorgewände frei gemacht und mähe jetzt in dem Fall von rechts nach links. Unten ist die Straße, oben ist die Hecke. Falls irgendwas drin ist, kann es in die Hecke flüchten. Rehe bin ich mir ziemlich sicher, dass da keine herin sind, weil da doch immer viel Verkehr ist, da gibt es andere Flächen, die gefährlicher sind. Mit einem breiteren Frontmähwerk wäre es natürlich noch besser, aber man kann ja nicht alles haben. Aber merkt ihr, es ist schön ruhig da drin. Klimaanlage brauche ich heute natürlich nicht. Draußen ist bewölkt, Temperaturen sind ausbaufähig. Ich hoffe, dass morgen dann auch wirklich die Sonne kommt und wir auch entsprechend, dass es entsprechend trocknet, aber es wird schon werden. So, den zweiten Schwader habe ich auch schon organisiert vom Kollegen, danke Lenz, und dann werden wir das schon alles hinbringen. Ihr seht es, wir haben hergerichtet. Fünfer mit Krone Frontmähwerk und Heckaufbereiter. Der alte Sechser mit dem Kreiselheuer.
Ah, ich glaube, der wird an seine Leistungsgrenzen kommen mit dem kleinen Kreisler. Und der 6M mit dem schmalen Krone-Frontmähwerk und mit dem coolen Heckmähwerk. Ah, gestern haben wir schon Flächen angemäht und jetzt geht's los. 30 Hektar, knappe 30 Hektar stehen noch auf dem Plan und die werden wir jetzt mal weghauen. Und der Thomas ist da oben beim Kreiseln, weil hier am Vorgewände haben wir das ja ohne Aufbereiter angemäht, weil das mit dem Aufbereiter immer ein bisschen mühsam ist. Das geht mit zwei Mähwerken besser. Und darum fährt der Thomas da jetzt noch zweimal rundum. Der alte 6er spült sich natürlich mit dem bisschen Kreisel heuer. Aber wir haben ja keinen Inder mehr. So, und jetzt packen wir auf. Flachgelegt. Jakob mäht die letzten zwei Spuren. Und dann ist gemäht, was zu mähen war. Jetzt war noch ein bisschen Sonnenrecht, das besser trickert, aber was will man machen? Wir kreiseln eh alles und es wird dann schon hinhauen. Eigentlich hat er gesagt, für Nachmittag mehr Sonne, aber gerade im Moment sehe ich sie nicht. Die Silos können natürlich auch hergekriegt. Wie schon angedroht oder versprochen, haben wir dieses Jahr eine mit freundlicher Unterstützung der Firma Böck. Da haben wir hier eben die Arctic Wandfolie. Das ist so eine besonders dehnbare. 2 Meter breit, 50 Meter lang auf der Rolle. Ist natürlich super angenehm zum Verlegen, weil man nicht stückeln muss und weil das alles gleich breit ist. Also das ist wirklich easy going, weil sonst nehmen wir immer die Reste, wo von den Silofolien überbleiben und schneiden da 2 Meter runter und dann und so haben wir wirklich die Folie aus einem Guss. Das soll schon mal richtig gut sein. Also solange keiner anfährt, ist da auch kein Loch drin. Und da richten wir jetzt gerade hier Silo 2 her. Naja, Lucky hat seinen Spaß. Zum Frauerle, nachdem er erst uns geholfen hat. Und hier Silo 4. Da steht der Radlader noch im Weg. Auch wunderbar. Müssen wir hinten in den Ecken noch mal ein bisschen abkleben mit dem Klebeband. Vorne hat er die 50 Meter Rolle nicht ganz gereicht. Da müssen wir halt ein bisschen stückeln. Das ist jetzt schade. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, wir hätten hinten gestückelt.
Aber das sind halt genau die 5 Meter von hinten, die uns da auf der Seite abgegangen sind. War vielleicht ein kleiner Fehler. Aber man muss ja aus den Fehlern lernen. Auf jeden Fall bedanke ich mich da schon mal bei der Firma Böck für die Folien. Und ganz speziell bei Meierflo. Und der kommt morgen zum Silieren und macht da auch noch ein paar Aufnahmen und bringt dann Drohnenpiloten mit. Und ja, euch wird es gefallen, ich bin mir da ziemlich sicher.